Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Kochen. Heute wird's wieder oberlecker. Ich sage nur, es ist wieder Kürbiszeit. Es ist immer noch Kürbiszeit. Es gibt überall Kürbisse in Hülle und Fülle. Viele können sie nicht mehr sehen. Ich finde sie total lecker. Ich habe so ein riesen Ding hier erworben. Und wir machen heute zusammen Kürbispesto. Das ist relativ ungewöhnlich, also wie ich immer höre. Irgendwie, aber total einfach und ein total leckeres Gericht. Kann man super im Kühlschrank aufbewahren und ist immer gut, wenn da schnelle Hunger kommt. Also Kürbispesto heute, ich liebe es. Und ich würde sagen, bis gleich. So, los geht's jetzt mit den Zutaten. Für das Kürbispesto braucht man natürlich Kürbis. Ich habe mir heute Morgen einen so riesen Kürbis schon mal kleinschneiden lassen. Das musste mein Mann machen, weil der war so groß und ich bin da nicht mit dem Messer durchgekommen. Voll peinlich. Aber da muss ich meinem Mann Bescheid sagen und hast dann eben mal in vier geteilt. Der kann das irgendwie besser. Also Männer in der Küche, gerade als Hilfsköche, sind sehr zu empfehlen. Natürlich kochen Männer auch super, wie ich finde. Aber ja. Wir Frauen kochen doch meistens im Alltag häufiger. Oder ich will mich jetzt nicht versprechen, aber ich glaube, bevor ich mich jetzt total versammel, mache ich am besten weiter. Wir brauchen am besten ein gutes Olivenöl. Ja, greift auf gute Olivenöle zurück. Das ist wirklich besser für den Geschmack und schmeckt einfach viel, viel köstlicher. Und ja, dann brauchen wir noch etwas Chili. Gemüsebrühe braucht ihr. Ihr könnt ein Instant-Produkt wählen. Ich habe jetzt die Gemüsebrühe schon auf dem Herd. Ganz einfach. Wasser rein, bisschen Lauch, ein bisschen Pastinake habe ich da heute drin. Bisschen Möhre, bisschen Salz und alles gut durchkochen lassen. Ich mache die Gemüsebrühe immer selber. Schmeckt einfach total gut. Ja, ist im Geschmack einfach anders. Ja, dann benötigen wir noch Salz natürlich. Und Pfeffer. Und mir ist es jetzt ein bisschen peinlich. Ich zeige den Pfeffer einmal kurz hoch. Ja, Pfeffer, ne? Meine Pfeffermühle ist bestellt. Sie ist noch nicht da. Ich habe aber schon Pfefferkörner gekauft. Und demnächst werde ich nur noch mit frisch gemahlenem Pfeffer aus der Pfeffermühle kochen. Ja, weil dieses olle Ding, ihr habt ja recht, ist total bescheuert. So, ja. Spaghetti habe ich schon gezeigt. Ich glaube nicht. Spaghetti braucht ihr lange Nudeln oder Nudeln eurer Wahl. Wählt da, was ihr lustig seid. Dann auf jeden Fall noch Pinienkerne. Ihr könnt aber auch alternativ Kürbiskerne wählen. Vielleicht passt das sogar noch besser, aber ich mag Pinienkerne in Pesto sehr gerne. Parmesankäse oder anderer Gouda oder Ziegengouda, das passt auch super. Dann etwas Agavendicksaft oder etwas Zucker. Und dann die Petersilie. Mehr gehört da gar nicht rein. Oh doch, Knoblauch, nicht zu vergessen. Knoblauch darf echt nicht fehlen. Das gibt dem Ganzen so einen super Geschmack. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke nicht. Also legen wir jetzt los. Das ist die Gemüsebrühe. Die brutzelt jetzt ungefähr schon 15 oder 20 Minuten vor sich hin. Ganz easy. Ich mache das wirklich immer selbst. Es lässt sich auch gut vorbereiten schon am Tag vorher und schmeckt einfach viel, viel besser. Ich habe jetzt so begonnen, dass ich diesen Hokkaido-Kürbis klein geschnitten habe und in Salzwasser jetzt aufkochen werde. Ja, Hokkaido-Kürbis, den müsst ihr nicht schälen, weil die Schale wird butterweich beim Kochen. Das Ganze jetzt so circa, ja, so 10 bis 12 Minuten. Ich werde gleich den Deckel schließen, bis der Kürbis weich ist und dann kann es weitergehen. Ich werde jetzt die Pinienkerne in der Pfanne erhitzen und etwas bräunen. Das Ganze mache ich ganz ohne Fett. Ja, bleibt am besten da bei der Herdplatte stehen, weil das geht manchmal super schnell. Und dann werde ich das Ganze in den Mixer mit den anderen Zutaten tun. Oh Gott, hier ist ein Chaos, aber egal. Das Pesto habe ich jetzt schon fast zubereitet. Wie ihr sehen könnt, habe ich da drin jetzt den Kürbis, die Pinienkerne, die angerösteten Knoblauch, Salz, Pfeffer, Chili, einen Schuss Agavendicksaft. Ja, den Kürbis habe ich schon erwähnt. 2-3 Kellen Gemüsebrühe. Ich mache das am Anfang so, dass ich lieber weniger Flüssigkeit hinzutue und erstmal gucke, wie die Konsistenz ist und später dann lieber noch Gemüsebrühe hinzutue, bevor das Pesto nachher zu flüssig ist. Ja, definitiv muss ich gleich aufräumen. So, das Pesto habe ich jetzt püriert. Sieht eher nach Babybrei aus, aber ich habe eben schon mal so ein bisschen genascht. Und ich muss sagen, gleich noch mehr, aber ich muss sagen, das ist der Hammer. Parmesan, Knoblauch, Kürbis. Ja, mein Sohn will wieder was abhaben. Ich auch. Einen Moment. Also, das Ganze werde ich jetzt in Gläser abfüllen und dann werde ich das Ganze gleich mit dem Kürbis servieren. Ihr seid live dabei. Wir probieren natürlich wie immer zusammen und ich freue mich super, dass ich eine größere Portion gemacht habe. Oh, ich habe echt so einen Hunger. Und manchmal ist Kochen mit Kindern auch echt nervig. Ja? Hm? Ich will Käse. Du willst Käse. Ich will Pesto. Bis gleich.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich das Pesto natürlich nicht so esse oder mit Brot, sondern mir das Spaghetti jetzt dazu koche. Habe ich vollkommen vergessen, hätte man auch schon vorher mal machen können. Aber mit Kindern und Küche und Kochen und Aufnehmen und puh, das ist manchmal echt ein bisschen viel. Ich koche schnell Spaghetti. Wie das geht, wisst ihr ja. Guckt auf die Packungsanleitung, ganz easy peasy. Und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. So, ich habe es auf einem extra Teller oder in einer extra Schüssel die Spaghetti mit dem Pesto, mit der Kürbispesto vermengt. Und dann habe ich noch ein paar Kürbisstückchen, die weich gekocht waren, noch extra rausgefischt. Die habe ich mir beiseite vorhin gelegt und habe das dann da reingemengt. Dann etwas Petersilie rüber, ganz frisch, und Parmesan rüber gehobelt. Und that's it. Und oh, lecker, es riecht hier so toll. Ich werde es jetzt sofort probieren. Ich nehme euch gleich mit und dann werden wir gucken, ob das auch lecker ist. So, Essen ist fertig. Ich habe es euch ja eben schon gezeigt. Hier ist es. Ich halte es nicht zu weit runter, weil es fällt ja immer. Und Kürbispesto in dieser Zeit einfach ein Muss. Und auch für Gäste finde ich total super. Es kommt wirklich sehr gut an, auch bei Gästen. Ich habe das schon öfter mal ausprobiert und die kennen zum Teil Kürbispesto überhaupt nicht. So, Essen vor der Kamera. Ja, mache ich nicht so gern, aber egal. Wirklich köstlich. So lecker. Könnte ich jeden Tag essen. Wirklich. Und man bekommt ja die Kürbisse momentan wirklich hinterhergeschmissen. Der Hokkaido-Kürbis war so groß. Ich habe jetzt noch eine Kürbissuppe auf dem Herd, weil so viel Pesto. Ich habe gar nicht so viel Gläser und so viele Nachbarn. Und ja, also ich habe jetzt ungefähr, ja, was ist das? So ein riesen Pürierbecher voll Pesto. Da ist die Suppe noch auf dem Herd, die Kürbissuppe. Also es ist wirklich auch eine günstige, gerade saisonal, eine günstige Alternative zu anderen Produkten, finde ich. Kürbis ist super vielseitig. Man isst ihn meistens mit, also in der Suppe, glaube ich. Aber man kann daraus auch Pommes frites machen oder, ja, oder wie heißt das nochmal? Oder Kartoffelspalten mit Kartoffelspalten im Ofen, so Kürbisspalten mit Thymian oder Rosmarin. Man kann daraus Pesto machen. Schaut nochmal im Internet, was man aus Kürbis noch alles machen kann. Also wirklich sehr, sehr vielseitig das Gemüse und super gesund. Und ich werde das jetzt alles hier aufessen schnell, weil ich habe so einen Hunger. Ja, man hat ja Hunger morgens um 8:30. Deswegen kann man schon mal wieder mal hier morgens sich die dicken Dinger reinziehen. So, ich würde sagen, kauf du Kürbis, ich esse schnell auf und ja, dann geht's weiter. Das war das leckere Kürbispesto. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich liebe sowieso Pesto, aber vor allem aus Kürbis. Das ist nochmal wirklich ein Gedicht. Und ich finde es immer gut, ich sage es immer total häufig, das weiß ich, aber ich finde es immer gut, wenn man Pesto im Kühlschrank hat, hat man wirklich immer ein schnelles Essen. Und das ist ja oft das Problem. Man hat Hunger, man braucht sofort was zu essen, man will vielleicht keinen Scheiß in sich reinhauen. Und dann hat man Pesto im Kühlschrank und eben mal Nudeln. Und ich finde, das ist doch wirklich ein leckeres und gesundes Gericht. Nutzt es nochmal aus, dass die Kürbiszeit so toll ausfällt und es so viele schöne Kürbisse gibt. Und ja, kocht euch was Schönes. Hier oben geht es zu weiteren leckeren Rezepten direkt in die Küche. Hier oben geht es zur viel Bewegung, zum Yoga. Hier unten ganz viele Tipps und Tricks. Klickt dich rein, wenn ihr mögt. Und hier unten geht es zu meinem Zweitkanal Mutterlandrand. Sucht euch was aus. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Eine wundervolle Woche und bis bald. Tschüss!